Guten Abend miteinander. In Feld und Wald Pilz suchen, das ist nicht jedermanns Sache, aber auch gar nicht unbedingt nötig. Gehen Sie doch einfach bei Gopi Pilz. Da können Sie nämlich aromatische Champignons ganz Jahr durch erntefrisch kaufen und Sie haben erst noch die Sicherheit, dass kein Gefährlicher dabei ist. Die Champignons schmecken darum so gut und aromatisch, weil sie ganz natürlich gezüchtet werden. Die Grundlage ist angenehm nach Walderde duftender Kompost, wo im aufwendigen Spezialverfahren aus Rossmist und Stroh entsteht und anschliessend pasteurisiert wird. Mit der Pilzbrut, Mycelie, wie sie in der Fachsprache heisst, wird der Kompost geimpft und mit einer besonders leichten Erde, wo dann später die Champignons darauf wachsen, abdeckt. In einem ehemaligen Kalkbergwerk bei Saint-Sulpice befindet sich die Champignon-Kultur von der Firma Santana, wo auch Coop einen Teil der Champignons bezieht. Hier innen durchlaufen sie in kilometerlangen Stollen bei gleichmäßigem Herbstklima und 14 bis 16 Grad Temperatur verschiedene Wachstumsstufen. Bis sich aus dem eigentlichen Pilz, wo nach und nach das ganze Substrat durchwächst, nach 6 bis 7 Wochen die Fruchtkörper entwickelt, wo wir alle als Champignon kennen und schätzen und wo hier täglich geerntet und sofort verpackt werden. Und schon am nächsten Morgen sind sie auch in den Coop-Läden schon erhältlich. Die Pilze die kann man sehr gut ein paar Tage lang im Kühlschrank aufbewahren. So hat man immer einen Vorrat, zum Beispiel für eine leichte Vorspeise, für einen speziellen Salat, zum Verfeinern von fast allen Fleischgerichten oder überhaupt anstelle von Fleisch, zum Beispiel zu Reis oder zu Teigwaren. Coop hat den Sonntagsbrot nochmal erfunden und offeriert Ihnen darum unter der Marke Quick Gastronom fixfertige Rinds-, Schwins- und Kalbsbrote. Quick Gastronom ist erstklassiges Fleisch, das von den Coop-Metzger fein gewürzt und im eigenen Saft langsam geschmort worden ist. Lassen Sie den Heidebüttel während ca. 3/4 Stunde im heißen Wasser ziehen. Dann aufschneiden, den Schü in ein vorgewärmtes Geschirr abgießen und den Braten quer zur Faser schneiden. Quick Gastronom, ein herrlicher Sonntagsbraten, der Ihnen Kompliment wird bringen. Und weil am Sonntag Ostern ist, gerade noch mal etwas Gutes aus der Studioküche. Auf Wiedersehen miteinander. Ein Rostbeef selber zu machen ist gar nicht so heikel und ideal fürs Osterfest. Zuerst wird das Fett erhitzt, dann das Fleisch mit Salz und Pfeffer gut einreiben und schön braun braten, bis sich wirklich eine Kruste gebildet hat. Nach dem Kehren 35 bis 40 Minuten im Ofen fertig garen. Vor dem Anschneiden sollte man das Fleisch immer ein bisschen stehen lassen, damit nicht zu viel Saft rausläuft. Für die Soße saure Halbrahm mit Frühlingszwiebeln, Salz, Pfeffer, Senf, Zitronensaft und gehackter Brunnengresse vermischen. Und diese Soße dann zum aufgeschnittenen Rostbeef servieren. Wir empfehlen Ihnen Pommes Noisettes dazu. Das genaue Rezept können Sie der Coop-Zeitung von dieser Woche entnehmen. Und jetzt wünsche ich Ihnen schöne Ostern. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Sorten Coop-Kaffee, Bohnen und Wack verpackt, 225 und 250 Gramm 50 Rappen günstiger, 450 Gramm oder 500 Gramm 1 Franken günstiger. Goldstar Dorschfilet Natur 400 Gramm statt 4,75 nur 3,90. UP Vollmilch 2 Liter statt 3,40 nur 3,10. 2 Tube Tomisenf mild statt 3,30 nur 2,50. 2 Tube Tomi Mayonnaise statt 4,80 nur 3,70. Und nur morgen und am Samstag Goldstar Rahmglasse Vanille in der Familienpackung statt 7,40 nur 6 Franken. Ei Ananas 2,50. Ei Kiwi 60 Rappen. Und ein Avocado, 80 Rappen. Auf Wiedersehen!